ernsttönende Wochenschau. Unser geliebter Heimatminister durfte im Kloster Seeon das neue Jahr ein letztes Mal als CSU-Vorsitzender einläuten. Im Kreise seiner Liebsten und Markus Söders. Am Anfang ist etwas Wehmut vor einigen Wochen, dass eine schöne Zeit endlich ist. Aber auch ein bisschen Freude, weil er sich in Zukunft nicht mehr mit den schlecht tupierten Hanseln seiner Partei sehen lassen muss. Die Frisur war ein Unfall, aber ich kann gern darüber erzählen. Ja, aber es sieht gar nicht einmal so viel schlechter aus. Also es sieht gut aus. Herr Jemini, zu allem Unglück machte dann auch noch die ungeliebte Schwester aus Preußen ihre Aufwartung. Aber statt mit der buckligen Verwandtschaft Brüderschaft zu trinken, hatte unser Heimatminister Wichtigeres zu tun. Bevor er selbst die politische Bühne verlässt, muss er noch dafür sorgen, dass uns möglichst viele andere verlassen. Also zunächst mal ganz generell werde ich ja seit Monaten aufgefordert, dass die Abschiebungen effektiver werden in Deutschland. Doch aufgrund eines plötzlichen Wintereinbruchs im Freistaat hieß es, erst Schnee schieben, dann abschieben. Aber damit nicht genug, denn unser verehrter Heimatminister musste die gesamte Nation vor einem ominösen Hackerangriff retten. Pfiffig wie er ist, wusste er bereits nach wenigen Tagen, dass es sich dabei weder um bayerische Holzhacker noch um den Hackelschorsch handelt. Nicht nur das, er fand auch noch Worte des Trostes für die Hackopfer. Dieser Vorfall, meine Damen und Herren, ist für die Betroffenen sicher schmerzhaft. Aber nicht so schmerzhaft wie die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen. Und der Minister weiß, wie man solche Krisen meistert. Erstens, den Hacker abschieben. Zweitens, alle Daten in Ankerzentren pferchen. Und drittens, die Internetgrenzen dicht machen. Das war Horst Tönende Wochenschau.